Wir machen heute gefüllte Paprikaschoten, Baby Girl. Mm, yes, und das wird richtig gut. Ich habe mir übrigens Low Carb Pasta geholt, ne? Hier. Ich habe mir Low Carb Pasta gekauft. Mit einem Herz drin. Ich habe keine Ahnung. Also hier steht drauf, dass die Kohlenhydrate sind 11 Gramm pro 100 Gramm. Ich bin sehr gespannt, wie das schmeckt. Jetzt werden wir uns mal hier noch ein paar Zwiebeln raussuchen. Oh, hier ist sogar noch Ingwer drin. Wir nehmen heute mal frischen Knoblauch, damit wir uns nicht wieder mit Chat streiten müssen. Ich bin heute auch am Überlegen, ob ich mir, weil ich nämlich, also das klingt jetzt natürlich ein bisschen bescheuert, aber ich habe noch einen Kohlrabi rumliegen. Und damit der Kohlrabi nicht schlecht wird über die Zeit, habe ich überlegt, ob wir den eventuell noch damit reinschnippeln, damit er nicht für den Arsch ist. Ist natürlich ein bisschen Baukasten, aber ich denke mal, ich werde den damit reinschnipseln in den ich werde den mit reinschnipseln in die Soße, damit er einfach nicht schlecht wird oder dass man den wegschmeißen muss, werden wir den heute einfach fertig machen und da mit in den Topf knallen. Kohlrabi passt nicht so wirklich, na, das probieren wir heute mal aus, ob das passt oder nicht. Man muss auch mal experimentierfreudig sein, Gecko. Man muss auch mal ein bisschen experimentierfreudig sein. Ich habe in der neuen Küche, also wir haben ja, wir planen gerade ja unseren Umzug. In der neuen Küche werde ich mir auf jeden Fall eine Insel bauen. Aber nicht mit Herd und so drauf, sondern eine Insel zum Präparieren von Sachen. Weil dann haben wir nämlich eine sehr schöne Top-Sound-Kamera dafür. Da freue ich mich ja schon ein bisschen drauf. Und ich habe auch schon, also ich habe den Vorschlag nicht mal gemacht, ne? Ich habe den Vorschlag gekriegt von der Obrigkeit. Das wird gut. Kohlrabi ins Hack würfeln. Dann haben wir, glaube ich, nachher zu viel. Ich glaube, wir werden sowieso Hack übrig haben. Aber ins Hack kommt Käse, Zwiebeln und Knoblauch rein. Da kommt kein Kohlrabi rein. Bist du wahnsinnig, oder? Nachher ist sie noch gesund, oder was? So, machen wir mal einen Kohlrabi fertig, wa? So, dann nehmen wir den Kohlrabi mal runterschälen hier. Und schnipseln wir den gleich fertig. So, auch die ganzen sehnigen Sachen hier abmachen. Ich habe nämlich letztens Kohlrabi geschält und dann habe ich diese ganzen sehnigen Sachen dran gelassen. Und das schmeckte wie Knüppel auf dem Kopf. Erinnerst du dich noch daran, wann das erste Hit Nacht war? Absolut. 2015? Ne, 2014 war das. Allererste Mal Hit Nacht. Ich habe das allererste Mal zu, als das geboren wurde, die Idee mit Hitman, haben wir gemeinsam 3600 Euro, also habt ihr gemeinsam 3600 Euro donated. Irgendwas bei, glaube ich, 100, 200 Subs oder so eingeknallt damals. Damals konnte man sich ja, gab es noch Subgiften, nicht? Und dann haben wir damals in einem Manchester United Pullover, Jersey, habe ich immer noch, haben wir angefangen, Hitman zu streamen, 2014. Und das nächste Jahr, weil den Leuten das so gut gefallen hat zu Weihnachten, haben wir 2015 das nochmal gemacht. Und 2015 habe ich mir das erste Mal einen Anzug, ein Hemd und eine Krawatte angezogen, mich rasiert und habe das quasi als Tradition eingeführt. Heißt, der Bart kommt ab? Nein, der Bart bleibt dran. Aber er wird morgen schön rasieren. Ich möchte auch meinen Bart nicht abmachen. Also ich kann eigentlich nur einen einzigen Bart tragen und das ist dieser Bill Hurley, glaube ich, heißt der, ne? Dieser Bill Hurley Bart, der hier, der Schenkelbesen, der steht mir sehr gut, aber ohne Bart geht gar nicht bei mir. Das sieht aus wie Knüppel auf dem Kopf. Das sieht aus wie Knüppel auf dem Kopf. Also ja, ich kann mich fast an alles erinnern noch. Also ich hab viele Sachen noch im Gedächtnis. Erster Sub, erste Donation, erster Stream. Und den ersten Sub habe ich von Pillepalle bekommen. Ist heute noch Mod hier, schon seit 7 Jahren Moderator. Bisschen im Hintergrund, also chattet nicht mehr so viel. Lurk ein bisschen, hilft auch sehr viel noch im Hintergrund. Der macht den Kalender für die ganzen Games.
der hier vorne bei mir am Fernseher ist. Sehr, sehr guter Freund. Und der hat als erstes gesubbt. Dann kam Andy Mion damals und Netzschrank, also Sega. Sega, sein Bruder. Selinski, Sven. Snatzi auf jeden Fall. Snatzi ist auch gerade noch im Chat. Dann hast du angefangen am 13.05.2013. Meinen ersten Stream habe ich damals gemacht. Da habe ich einen Frack-Movie gebastelt für Kravitz. Kravitz 7 streamt heute auch noch. Mit dem habe ich früher ganz viel Battlefield gespielt. Schöne Zeit. Guckt euch mal, also schon allein auch, was so an Technik halt entstanden ist, ne? Dass man sich halt damit auch so ein bisschen, dass man sich damit halt auch so ein bisschen über die Jahre durchgesetzt hat und da geupgradet hat. Und dafür, also da könnte ich auch jedes Mal, wenn ich in mein Büro gehe, jeden Morgen, bin ich sehr dankbar dafür, dass ich das machen kann, so, weil das eine Sache ist, die ich halt über alles liebe, ne? Die ganze Hardware, dieses ganze Gebastel, Fotografieren, das ist halt einfach was Schönes, was man über die Jahre nicht so angeeignet hat und mit eurer Hilfe halt noch so ein bisschen prädestiniert hat, verbessert hat. Du warst so ein Jahresresümee? Ach, dieses Jahr will ich gar nicht zusammenfassen, Leute. Ich glaube, dieses Jahr packe ich einfach beiseite und fange das nächste Jahr an. Ich glaube, ich packe dieses Jahr einfach beiseite und fange das nächste Jahr an, du. Ich bin dankbar für 2020. Ich auch, Maga, ich auch. Ich bin aus ganz vielen Gründen dankbar für 2020. Ich habe sehr viel wieder gelernt dieses Jahr. Auch über mich selber habe ich sehr viel gelernt dieses Jahr. Und ich habe trotz dieser, ja, unangenehmen Sachen, sage ich mal, auch sehr viele positive Sachen trotzdem noch, auch, möchte ich sagen, erfahren und wieder viel über mich selber gelernt, was ich sehr schön finde. Ich habe mich, glaube ich, dieses Jahr selber gefunden. Ich habe nämlich, ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich habe die letzten paar Jahre so ein bisschen, ja, ich glaube, ich hatte die letzten paar Jahre so ein bisschen so ein kleines, ich möchte sagen, Hoch. Also nicht ein Überflug, aber die letzten Jahre lief es sehr, sehr gut. Und das habe ich sehr, sehr viel als selbstverständlich genommen. Ne? Also zum Beispiel dieses Reisen, eingeladen werden von Filmen, Placements und sowas alles. Das habe ich sehr für selbstverständlich genommen. Und habe dieses Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht sehr viel dafür gemacht, um diese überhaupt zu bekommen. Und habe mich so ein bisschen selber verloren. Und habe mich aber auch selber wiedergefunden dieses Jahr, was ich sehr schön finde. Auch mal diesen Wert oder die, ja doch, diesen Wert nochmal wieder zu erlangen. Oder nochmal zu, ich sag mal, zu spüren, was das eigentlich ist, ne? Also was man die letzten Jahre so eigentlich alles für selbstverständlich angenommen hat. Das ist dieses Jahr auch alles wieder, ja, ich möchte sagen, aufgetaucht. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Also zum Beispiel fehlt mir die Gamescom ungemein. Mir fehlt die Gamescom dieses Jahr mit Alternate, was für mich jedes Jahr schon immer ein Highlight war und auch immer ein Highlight sein wird. Wir haben keine Reisen gemacht dieses Jahr. Das fehlt mir auch sehr. Also am Ende kann man schon sagen, was man will, aber 2020 war dann doch schon gar nicht so... 2020 war dann doch schon gar nicht so verkehrt. Auf jeden Fall. Machen wir die restliche Paprika noch mit rein. So, machen wir ein bisschen Brühe rein, kippen noch ein bisschen Wasser drauf. Wasser drauf! Dann machen wir den Kohlrabi noch fertig und dann lassen wir das da drin mal ein bisschen brüten. Könnt ihr noch ein bisschen, irgendwas könnt ihr noch ratten. Ein bisschen Tomatenmark vielleicht, einen kleinen Happen. Welches Level bist du beim Kochen? 1. Low Carb Nudeln. Mal gucken, was das wird. Was für ein Spirenzchen. Zutaten: Leinsamenmehl, Bohnenmehl, Kürbiskernproteine, Wasser, Flohsamen, Schalen, Pulver. Alle landwirtschaftlichen Rohstoffe stammen aus kontrolliertem biologischen Anbau. Und dann ist ja gut. Also aussehen tut es auf jeden Fall schon mal wie Kotze. So viel steht schon mal fest. Naja, nach dem zweiten Mal waschen geht's.
Nach dem zweiten Mal waschen geht's. Das wird interessant. So. Essen ist fertig. Auffüllen und den Rinnennacken. Mal gucken. Wir nehmen mal den einen extra Klops noch mit dazu. Weil warum nicht? Noch ein bisschen Kohlrabi. Ich glaube, das werde ich mir morgen einfach so ein bisschen gönnen. Das Gemüse. So, Deckel drauf. Und dann werden wir uns das Ganze hier mal schmecken lassen. Ja, komm, fokussiere. Also ich glaube, overall, um eine ehrliche Bewertung zu geben, würde ich sagen 9 von 10. Weil geschmacklich, also der Kohlrabi passt gut rein, aber der Feta und die Nudeln ziehen das ein bisschen runter in der Gesamtwertung. Keine 12 von 10, also es ist wack. Könnte man so sagen, ja. Also es geht für den Hunger. Aber es ist jetzt nicht so, als wenn dir das den Schniedel wegknallt, weil es so geil ist.